Herzlich willkommen zur Coffee Cup Lerneinheit zum Thema Zitieren und Literaturverzeichnis. In den kommenden Minuten beschäftigen Sie sich mit korrekten Zitierweisen, erlernen, wie Sie im Text zitieren, sehen, wie Sie mit Fußnoten arbeiten und zitieren können und wie Sie schnell ein Inhaltsverzeichnis erstellen können. Beginnen wir mit den unterschiedlichen Zitierweisen. Jede Übernahme von Erkenntnissen aus anderen Quellen ist auszuweisen und zu belegen. Zitate und grundlegende Gedankenübernahmen anderer sind als solche kennzuzeichnen. Hier unterscheidet man zwischen wörtlichen Zitaten, diese werden direkt, also 1:1 übernommen, werden daher auch direkte Zitate bezeichnet, und sinngemäße Zitate, sogenannte indirekte Zitate. Hier werden fremde Inhalte in eigenen Worten wiedergegeben. Generell gibt es bei der Ausweisung von Zitaten, egal ob direkt oder indirekt, zwei Standardvarianten: den Kurzbeleg im Text und Zitieren mit Fußnoten. Wie konkret zu zitieren ist, hängt vom zu verwendenden Zitierstil und der Disziplin ab. Sehen wir uns nun das Zitieren im Text an. Bei dieser Variante fügen Sie in Klammer hinter dem zitierten Text einfach die Kurzquelle an. Zum Beispiel Dvořák 2010, Seite 17. Das bedeutet, der Autor heißt Dvořák, das Buch wurde im Jahr 2010 veröffentlicht und dieser Textteil, der hier unter Anführungszeichen gestellt wird, den findet man auf der Seite 17. Bei indirekten Zitaten ist das ähnlich. Nur schreiben wir vor dem Autor bzw. der Autorin noch das Kürzel VGL für Vergleiche. Im nächsten Schritt sehen Sie die andere Variante: Zitieren mit Fußnoten. Dazu positionieren Sie einfach die Einfügemarke wieder hinter dem Zitat. In dem Fall wollen wir diesen Teil hier indirekt zitieren. Und wählen in der Registerkarte Verweise, Fußnote einfügen. Dadurch wird eine fortlaufende Fußnote im Text und am Ende ergänzt. Hier unten können Sie nun die Vollquelle ergänzen. Abschließend erstellen wir nun noch ein Literaturverzeichnis. Im Literaturverzeichnis werden alle verwendeten Werke von Webseiten, Zeitschriftenartikel bis hin zu Büchern angegeben. Auch hier bestimmt der zu verwendete Zitierstil, wie dies konkret aussieht. Während dem Verfassen der Arbeit ist es sinnvoll, am Ende schon ein Verzeichnis anzulegen und diese ständig zu aktualisieren. Alternativ dazu können Sie auch alle Quellen im Word erfassen und Ihre Literatur hier verwalten. Sie finden das unter der Registerkarte Verweise in der Gruppe Zitate und Literaturverzeichnis. Wenn Sie ein neues Zitat haben, wählen Sie einfach Zitat einfügen, neue Quelle hinzufügen und schon können Sie eine neue Quelle anlegen. Daraus können Sie am Ende auch mit nur einem Klick ein Literaturverzeichnis einfügen. Bitte beachten Sie, dass die Literaturverwaltung nur funktioniert, wenn ein vom System erfasster Zitierstil verwendet wird. Wir haben uns nun mit dem korrekten Zitieren beschäftigt, erlernt, wie man im Text zitiert und auch das Arbeiten mit Fußnoten, vor allem das Zitieren mit Fußnoten, gemacht. Zum Abschluss haben wir noch ein Literaturverzeichnis erstellt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup Lerneinheiten.